Die Eröffnung der neuen 24-Stunden-Kita Ravensberger Weg musste wegen Regens in die Innenräume verlegt werden. Leiterin Sophia Horst, ihre 11 Erzieherinnen und 2 Köchinnen kümmern sich nun insgesamt um 70 Kinder, davon 26 in U3-Betreuung. Es gibt Schlafplätze für die Kleinen, aber auch ein Bett und einen Aufenthaltsraum für die Erzieherin. Zur Eröffnung der Kita kamen viele Eltern mit ihren Kindern. Leiterin Sophia Horst und Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski bedankten sich bei allen Helfern und Unterstützern. Ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich als Leitung der Einrichtung im Namen des gesamten Teams hier in der Kita Ravensberger Weg begrüßen. Wir sind froh und dankbar, am 27.02. hier in dieses Gebäude einziehen zu dürfen. Und möchte nochmal im Namen des gesamten Teams, möchte ich stellvertretend nochmal ein herzliches Dankeschön aussprechen an alle die, die intern und extern uns begleitet haben und uns unterstützt haben auf dem Weg bis zum heutigen Tage. Freude für die Kleinen gab es einen Clown, Schminken, Zumba-Tanzen und Popcorn. Die 24-Stunden-Kita ist ein Novum in der Region. So macht Troisdorf erneut seinem Ruf als familienfreundliche Stadt alle Ehre und übernimmt eine Vorreiterrolle. Nun gilt es, Erfahrungen mit dem neuen Konzept zu sammeln.